Willkommen zur Pressekonferenz ENBW Ludwigsburg, ACV Ulm. Mike, the guest coach. War das der letzte Schub Richtung Playoffs? Also wir haben noch 4 Spiele. Wir stehen jetzt auf Platz 9. Und mit Platz 9 ist man nicht in den Playoffs. Das ist klar, dass das ein wichtiger Schritt, ein notwendiger Schritt war, das Spiel heute zu gewinnen. Das haben alle gewusst. Das, denke ich, hat in Ulm auch jeder gewusst. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir uns hier so präsentiert haben und das Spiel gewonnen haben. Derby-Brisanz, das letzte Spiel in Ludwigsburg, die 2 Halbzeiten gegen Tübingen hat Ulm hier schon verloren. Also es waren ganz viele Gründe, die natürlich dafür gesprochen haben, dass es ein sehr emotionales Spiel wird. Umso stolzer bin ich auf meine Jungs, dass sie da so kühlen Kopf bewahrt haben. Ulm hat sehr gut die Schützen von uns attackiert, hat kaum offene Würfe bekommen und Toby Bailey. Wir haben heute 54 Punkte in der Zone gemacht. Das ist für uns absoluter Rekord. Und ganz viele Punkte auch von den Guards, die sehr gut gecuttet sind. Also wir haben einfach einen Weg gefunden, auch mit dieser Ulmer Verteidigung zurechtzukommen. Weil eins ist auch klar, wir sind ein Team, was komplett über die Offense lebt. Wir fangen immer viele Punkte. Mir war es heute wichtig, dass die Jungs da in keinster Weise irgendwo drüber nachdenken, was hinten nicht klappt, wenn wir geschlagen werden, ob 1 gegen 1 oder Pick and Roll, sondern einfach immer weiter marschieren und beißen, die Intensität aufrechterhalten. Und das haben die Jungs sehr gut gemacht. Nichtsdestotrotz muss man auch sehen, dass Ulm sehr viele offene Würfe nicht getroffen hat. Deshalb ist es jetzt nicht ein Sieg, wo ich jetzt in ganz großer Euphorie ausbrechen darf und sagen, wir haben hier überragend gespielt. Ein bisschen Glück haben wir auch gehabt, aber ich glaube, das haben wir uns erarbeitet, weil wir wirklich sehr intensiv marschiert sind. Danke. Mike, you said it's out on the floor. You're not satisfied. You lost it on the defensive end. First of all, Glückwunsch an Marcus for the Derby Sieg. Das war ein verdient Sieg. Für unsere Mannschaft, ich glaube, wir haben, ich bin nicht zufrieden mit unserer Verteidigung, our defensive effort today. I thought we played one end of the floor. I don't think we put in the hard work and the effort on the defensive side of the ball. I think that for Ludwigsburg, Jerry Green made his presence felt in the game, posting up well, breaking down our defense in the ball screen situations. And really did an excellent job creating problems for our defensive team. I'm pleased with the effort from Lee Humphrey and Coleman Collins. I think these guys really had good offensive games. But as a team, I'm not really satisfied with the focus and the concentration we played with today. I think that it was clear to see that Ludwigsburg really had sehr gut gekämpft for the playoff plots. And for unsere Mannschaft, wir haben nicht die extra Energie und physical Verteidigung gespielt, man muss haben für einen Sieg. So Glückwunsch an Ludwigsburg. Und ich bin nicht zufrieden mit der Leistung und Verteidigung für unsere Mannschaft heute. Well, right now it's a situation that we've got to look at the video before we make any, statements or any points. So we've got to analyze the game and see exactly what our problems were, what our faults were. But I think it's clear that, our guys are looking at the end of the season, like the season is over, and we want to finish the season in the correct way, in a strong way. Right now is a positive time for Ratio Farm Ulm basketball with a new arena and a bright future with Per Gunther and John Bryant signing back. That's fantastic. But we've got to play with more pride. We've got to play with more energy and finish the season in the proper way. There's a right way to do things and a wrong way to do things. And today for our guys, we didn't handle the situation correctly.
Is the game that just unlaufen, now a must-win game for the team? Are we still fighting for the playoff place? No, but for the honor? Well, we want to play our game and respect our game and play, you know, the very best we can every single day. But, you know, it's a situation that we're going to play the last three games of the season. We're going to play them to win. You know, it's not an easy time. But, again, like I say, in the big picture, things are very positive moving forward into the future. And, you know, we've got to try to finish the season in the correct way. And that means working to win every single game. Good. All right. Thank you. Good luck. All right.